Unser Lehrplanthema ist zurzeit Musik, Theater, Oper. Wir machen das an einem aktuellen Beispiel, und zwar an Richard Wagner. Er hat 13 Opern komponiert. Ich, Götterdämmerung, Tristan und Isolde, die Meistersinger von Nürnberg und Parsifal. Frage an euch, wie kann man sich diese 13 Opern merken? Wer hat eine Idee? Ja. Ja, können wir die Anfangsbuchstaben? Zum Beispiel hier E, Li, Ri. Hat von euch jemand eine Melodie zu diesem? Ja, Hans? Man kennt zum Beispiel von Offenbach. Das könnte man wegen abwandeln, vielleicht in Moll. Rein, mein Götter, sie hört hin. Diese Wirkung, die sie bringt. Fehl nur noch drin, mein und Pass. Auf der D-Seite drüber. Tief. Und jetzt spielen wir beide Seiten, passt. Und den lässt jetzt liegen und du gehst, warte, halt einmal. Jetzt gehst von der ersten. Lass den ersten liegen. Und jetzt start. Geboren in Leipzig, 1813 im Mai, die Völkerschlacht war gerade erst vorbei. Klein Richard war als Schüler echt im Schulfach Mathe sowas von schlecht. Zu komponieren dann und wann, das war sein Glück, so fing alles an. Schrieb bald die Feen das Liebesverbot, doch hatte damit seine Liebe Not. Ging zum Altar und dann nach Paris, doch dort ging's ihm ziemlich mies. Rienzi kam hier auf die Welt, die Hoffnung schwand und auch das Geld. Hallo, Wagner, so kann heißen so. Rein, mein Götter, sie hört hin, diese Vierten den Ring. Fehlt nur noch die Mai und Pass, 13 Uhr, merkt euch das. Wagners letzte Komposition, ah? Ach, ihr wisst das schon. Leider war Richards Herz sehr schwach, hört aufzuschlagen nach dem Eheknacht. Es war in Venedig, 1883, die Ära Wagner war herzschlagartig vorbei. Richard war auch ein großer Dichter, gleichfalls ein Konventionsverdichter. Vom Komponieren ganz zu schweigen, muss man Chapeau sein Hauch voll bleiben. Fidelio Talo, Wagners Opern heißen so. Nein, mein Götter, sie wird in diese vier Bilden den Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pass, 13 Opern, merkt euch das.